Hier sind die EmsTV News. Heute ist Montag, der 21. Juni. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland meldet seit Freitag 2 weitere bestätigte Corona-Infektionen. Die Zahl der genesenen Personen steigt um 17. Als aktuell infiziert gelten 32 Emsländerinnen und Emsländer, 15 weniger als Ende der Woche. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 3,1. Stufe 0 greift mittlerweile in 41 von 45 niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Im Großteil Niedersachsens liegt die 7-Tage-Inzidenz also unter 10 und in diesen Regionen gibt es ab heute neue Regelungen. Ab dem 21. Juni gelten neue Lockerungen, vor allem bei den Kontaktbeschränkungen. So sind private Treffen in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Personen wieder möglich. Outdoor sogar mit bis zu 50. Feiern mit mehr Menschen sind möglich, wenn alle einen Negativnachweis vorlegen können. Kinder unter 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht zu diesen beiden Regelungen. Bei geschlossenen Feiern in Gastronomiebetrieben entfällt die Personenbegrenzung. Wenn dabei jedoch mehr als 25 Personen zusammenkommen, müssen auch Genesene und vollständig Geimpfte einen negativen Test vorlegen. Bei Sitzungen, Zusammenkünften und Veranstaltungen entfallen Abstandsgebot und Maskenpflicht. Außer es kommen mehr als 25 Menschen indoor oder 50 outdoor zusammen. Dann muss bis zum Sitzplatz die Maske getragen werden. Wenn jedoch alle ein negatives Testergebnis vorweisen können, gilt dies nicht mehr. Die Kontaktdaten der Teilnehmer müssen in allen Fällen durch den Veranstalter erfasst werden. Stadt- und Naturführungen sind wieder uneingeschränkt möglich. Touristische Angebote wie Schiffs- oder Kutschfahrten sind mit Hygienekonzept möglich. Es bleibt die Maskenpflicht, wenn kein Mindestabstand eingehalten werden kann. Auch im Nachtleben ändert sich etwas. Besucherinnen und Besucher müssen zwar weiterhin einen negativen Test vorweisen, wenn sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind, die Masken- und Abstandspflicht entfällt jedoch. Und auch auf Wochenmärkten wird künftig keine Maske mehr benötigt. Diese Lockerungen gelten in Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 10 vorweisen. Als stabil gilt ein Inzidenzwert, sobald dieser an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen die kritische Marke nicht überschreitet. An einem Badesee in Emscheck wurde seit Tagen nach einem Mann gesucht. Heute hat man ihn am Ufer des Sees gefunden. Seit Donnerstag, den 17. Juni gegen 17 Uhr, galt ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger als vermisst. Er wurde lebend letztmalig von einem Arbeitskollegen im Strandbereich des Halener Badesees gesehen. Nachdem zunächst eingeleitete Suchmaßnahmen am Samstag ergebnislos verliefen, wurden sie am heutigen Morgen unter Einsatz von 10 Tauchern der sogenannten Technischen Einheit am Standort der Bereitschaftspolizei Oldenburg fortgesetzt. Die vermisste Person wurde leblos im Uferbereich des Badesees aufgefunden und durch die Tauchergruppe geborgen. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand ist von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Offensichtliche Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Autobahn 33 bei Haderberg im Landkreis Osnabrück war heute für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Schweinetransporter ist in der Nacht zu Montag auf der A33 zwischen den Anschlussstellen Borglo und Hilter verunglückt. Nach bisherigen Informationen der Polizei ist der Fahrer zuerst rechts von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Dabei wurde der 28-jährige Fahrer im Führerhaus eingeschlossen. Ersthelfer erkannten die großräumige Unfallstelle im Dunkeln noch rechtzeitig und eilten zur Hilfe. Ich habe zuerst Notruf abgesetzt, dass die Rettungskräfte in Einsatz kommen. Und dann sind wir zum Fahrer gegangen, haben geguckt, ob es ihm gut geht. Der Fahrer hat leicht geblutet, war aber ansprechbar und wusste auch, wo er ist. Den haben wir dann zusammen mit der Polizei rausgeholt, haben das Sonderdach eingeschlagen und dann haben wir den Fahrer rausbekommen. Der LKW transportierte 144 Schweine. Mehrere büchsten aus und mussten eingefangen werden. Tierärzte sichten nun alle Tiere und bestimmen, ob einzelne Tiere noch vor Ort notgeschlachtet werden müssen. Der Großteil der Tiere muss jedoch noch aus dem umgestürzten LKW gerettet werden. Im Moment sind wir dabei, das Unternehmen bei der Tierrettung zu unterstützen. Dazu müssen das Dach entfernt werden.
und weitere Innenwände, die wir mit hydraulischem bzw. mechanischem Werkzeug entfernen. Schätzungsweise verendeten bislang 72 Tiere. Die A33 bleibt im Bereich der Unfallstelle noch mehrere Stunden gesperrt. Der ADAC empfiehlt die ausgeschilderte Umleitung 84. Wie die Polizei nachträglich mitteilte, wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt. Am Sonntagabend wurde in Lehe am Bahnübergang Kleiner Esch ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von einem Zug erfasst und dabei getötet. Er überquerte die Gleise trotz geschlossener Schranke. Ein Intercity erfasste den Mann und tötete ihn auf der Stelle. Trotz intensivster Bemühungen der Polizei konnte die Identität des Mannes bislang nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Dienststelle in Papenburg entgegen. Gestern sorgte ein Unfall in Schöningsdorf für Aufsehen, unter anderem, weil ein kleines Kind von seinem Vater zurückgelassen wurde. In Twiest-Schöningsdorf hatte am späten Sonntagnachmittag ein Unfall eine große Suchaktion zu folgen. Auf der Provinzialstraße verunfallte ein Pkw mit insgesamt 3 Insassen, 2 Männer und ein 3-jähriges Kind. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeuginsassen flüchteten von der Unfallstelle und ließen schließlich das 3-jährige Mädchen zurück. Das Kind, was zunächst auf dem Arm getragen wurde, wurde hier an der Unfallstelle bei Zeugen zurückgelassen und die beiden männlichen Personen sind weiter geflüchtet. Das Kind ist augenscheinlich unverletzt, wird aber vorsorglich zur Untersuchung im Krankenhaus Meppen versorgt. Feuerwehr und Polizei suchten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach den flüchtigen Männern. Diese wurden schließlich noch am selben Abend leicht verletzt gestellt. Wie die Polizei mitteilte, standen sie vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Der Unfallfahrer verfügte zudem über einen ungültigen Führerschein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei Papenburg fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann, der am Samstagabend in Hede in der Straße am Hassel einem 8-jährigen Kind einen Kabelbinder um den Hals legte und davonfuhr. Die Mutter musste das Kind von dem Kabelbinder befreien, es blieb unverletzt. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß sein. Er hat kurzes Haar sowie einen langen Kinnbart. Der Mann trug ein hellgraues T-Shirt und eine kurze graue Hose. Zudem soll er eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg zu melden. Die Stadt Lingen feiert heute gleich 2 Geburtstage, gemeinsam mit ihrer Partnerstadt. René Hessels weiß mehr. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Liebe Partnerstadt Marienberg. Happy Birthday to you. Die Städtepartnerschaft zwischen Marienberg und Lingen feiert ihren 25. Geburtstag. Um die Freundschaft der beiden Städte zu bekräftigen, wurde im Stadtpark Lingen ein Baum gepflanzt. Ein Erwin-Bauer Apfelbaum. Ja, und ich hoffe, dass er später mal schöne Früchte tragen mag, dass er gut wächst. Und das ist symbolisch für unsere Städtepartnerschaft auch, dass sie weitere Früchte tragen mag und dass der Zusammenhalt, das Zusammenwachsen zwischen unseren beiden Städten noch intensiver werden möge über die dann nächsten 25 Jahre oder weit darüber hinaus. Neben dem 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft gibt es einen weiteren Grund zur Freude. Die Bergstadt Marienberg feiert ihr 500-jähriges Bestehen. Doch besonders an die Freundschaft zwischen den beiden Städten wird dieser Apfelbaum noch viele Jahre erinnern. Der Sieg der deutschen Fußballmannschaft am vergangenen Samstag muss gefeiert werden. 2 fußballbegeisterte Emsländer wissen, wie man es richtig macht. Die beiden Freunde Mario und Markus sind im Fußballfieber. Damit sind sie während der aktuell stattfindenden Europameisterschaft nicht alleine. Was die beiden sich überlegt haben, um die deutsche Mannschaft anzufeuern, ist außergewöhnlich. Sie dekorieren ihre beiden Autos mit fast 200 verschiedenen Accessoires in den deutschen Nationalfarben. Von Flaggen über Sticker und Blumenketten. Es gibt nichts, was den beiden Fußballfans noch an Dekoartikeln fehlt. Bereits zu den letzten großen Turnieren schmückten beide ihre Wagen. In diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam. Waren damals schon verrückt. Und da haben wir dieses Jahr gedacht, wegen Corona,
Da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal was Außergewöhnliches. Ja, und dann sind wir angefangen. Und man sieht ja das Exemplar. 2 Tage haben die Männer damit verbracht, ihre Fahrzeuge zu schmücken. Nicht nur von außen zeigen sie dabei viel Liebe zum Detail. Auch die Innenräume sind mit vielen schwarz-rot-goldenen Fanartikeln nicht mehr wiederzuerkennen. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Wenn die beiden in Meppen, Lingen und Umgebung unterwegs sind, ziehen sie mit ihrem auffälligen Look alle Blicke auf sich. Die Reaktionen auf die beiden sind überwiegend positiv. Also viele, wie gesagt, lächeln, Daumen hoch, hupen, grüßen ein. Wie gesagt, klar, gibt natürlich auch welche, die schütteln den Kopf und sind da nicht ganz so von begeistert, aber da muss man drüber wegsehen. Also ich mache es für die Leute, die daran Spaß haben, das Auto zu sehen. Und vor allen Dingen gerade Kinder, die, wenn man zum Einkaufen oder man fährt durch die Stadt, was wir eigentlich fast tagtäglich machen, fahren wir mal eben durch die Stadt, da sagen die Kinder auch schon, guck mal, da kommt das Deutschland-Auto. Also die sind schon mittlerweile bekannt. Nicht selten kommt es vor, dass die beiden Männer angesprochen werden und sie jemand um ein Foto von ihren geschmückten Autos bittet. Sollte Deutschland allerdings frühzeitig bei dem Turnier ausscheiden, werden Mario und Markus die Dekoration wieder abschmücken. Dann müssen sich die Fans der bunten Fahrzeuge wieder ein bisschen gedulden. Um genau zu sein, 1 Jahr. Bei der nächsten Fußball-WM 2022 werden die Fahnen und Sticker wieder ausgepackt. Na, wenn das unserer Mannschaft am kommenden Mittwoch kein Glück bringt. Das waren sie, die MCV News für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Und bis dahin, tschüss.